So, 8. Juli 2022. Wir sind auf dem Weg zu unserer zweiten College-Tour und unserer ersten Out-of-State-College-Besichtigung-Tour. Und zwar geht es jetzt nach Pennsylvania, nach Wilkes-Barre. Und die Schule ist da direkt am Susquehanna River. Sieht bestimmt ganz nett aus. So, 2,5 bis 3 Stunden Fahrt. Los geht's. Fahrt sind wir dann jetzt also in Wilkes-Barre, wie ich vom Navigationssystem gelernt habe, dass man das ausspricht, angekommen. So, jetzt suchen wir uns mal den Parkplatz und dann haben wir noch ein Stündchen Zeit, bevor die Führung losgeht. Jetzt filme ich mal wieder ein Random House und sage, da ist sie ja, die Universität, die sieht aber toll aus. So, wir haben jetzt noch nicht wirklich viel gesehen, aber so der allererste Eindruck ist schon mal ein ganz anderer als dieses Ding in Cortland, was einfach so ein Campus, total abgegrenzt von allem, irgendwo auf dem platten Land war. Hier ist es alles in die Stadt irgendwie integriert, ne? Also ihr seht, hier fahren überall die Autos vorbei und in jedem Block ist halt irgendein anderer Teil von der University. Susquehanna River. Schönen guten Tag von der Rückreise aus. Wie spricht man es nochmal aus? Wilkes-Barre. Also der Colonel Wilkes hat zum einen diese Stadt gegründet und in dieser Stadt gibt es dann auch die gleichnamige Universität, die Wilkes University. Wilkes University ist zwar out of state von New York, hat aber irgendwie keinen Einfluss auf den Preis, da es eine private Universität ist und die kostet für alle gleich viel. Gut, erster Eindruck von diesem Universitätsgelände beim Ankommen war schon mal sehr positiv. Also mir hat sehr gut gefallen, dass der Großteil der Universität in so alte Villen reingebaut ist. Das ist quasi ein ganzer Stadtteil, wo früher irgendwie die Chefs der Kohleindustrie gewohnt haben, in diesen prachtvollen Villen. Die sind alle aufgekauft worden von der Wilkes University über die letzten Jahre oder auch teilweise sind sie auch gespendet worden. Da steht dann dran, dieses Grundstück wurde gespendet von dem und dem und dann ist das dann auch die dem und dem Hall. Also die hat dann auch den Namen bekommen und da ist dann halt irgendeine Fakultät drin und macht da ihren Unterricht. Aber es ist halt direkt am Fluss. Ein ganzes Viertel und na, es blendet in die Stadt ein, also es fügt sich in die Stadt ein. Das ist auch kein abgeschlossenes Gelände, da darf auch jeder drüber spazieren. Es ist halt wie so ein Park mit diesen vielen alten herrschaftlichen Villen, in denen dann halt unterrichtet wird. Dazwischen sind auch neue Gebäude, irgendwie das Athletic Center, also die Turnhalle und so. Das hat man schon gesehen, das war alles neu aufgebaut, aber es fügt sich trotzdem alles ziemlich harmonisch in dieses Stadtbild der alten Kohlestadt Wilkes-Barre ein. So, jetzt habe ich mir ein paar Notizen gemacht, da lese ich jetzt einfach mal durch, von oben nach unten. Also unser Führer, das war der Sean. Sean hat das sehr schön gemacht. Sean, schön Sean. Leider haben, oder
Zum Glück haben die anderen Familien, die auf dem gleichen Termin gebucht waren, die sind einfach nicht erschienen. So hatten wir eine Exklusivtour. Also Elisabeth konnte alle Fragen stellen, die sie fragen wollte. Und er hat die Tour auch so ausgerichtet auf das, was Elisabeth halt mal studieren will. Also wir haben den Schwerpunkt eben dann auf diese Science- und Psychologie-Kiste gelegt und wir sind da durch diese Häuser in erster Linie durchgelaufen. Es gibt auch hier, wie wir das aus Cortland kannten oder kennen, so einen Studentenausweis, so eine Plastikkarte mit einem Magnetstreifen, mit dem du überall reinkommst, das ist quasi dein Türöffner und damit bezahlst du dann auch in der Mensa dein Essen. Es gibt eine Mensa, eine große, wo es dann irgendwie, das, hier gab es keine Flatrate, so wie bei Cortland, ne? Das waren 4 Mahlzeiten, die du pro Tag hast. Und aber hier kannst du auch Geld auf die Karte drauf aufladen, in dem gleiches Prinzip wie in Cortland auch, womit man dann auf dem Campus an den Automaten oder auch in kleinen Kiosken sich immer noch mal einen Snack oder ein Getränk kaufen kann. Und teilweise gilt die Karte auch in der Stadt bei den Geschäften da, bei Dunkin' Donut oder was auch immer da so ist. Dann kannst du als Mitglied des Campus oder als Student da in einer Bowling Alley umsonst bowlen. Da kannst du also dann grenzenlos bowlen. Es gibt Discounted Movie Tickets, also wenn du ins Kino willst. Wir sind sofort, als wir da durch dieses Hauptgebäude durchgelaufen sind, stand da eine andere Gruppe. Da war auch noch ein anderer Orientation, nennt sich das. Also die Leute, die sich schon entschieden haben, da zu studieren, die sind dann da wirklich den ganzen Tag oder vielleicht sogar 2 Tage unterwegs. Und da hat dann der Shane hat uns sofort mal irgendwie vorgestellt und hat sich noch einen Applaus abgeholt bei seinen Kolleginnen. Und die sind sofort sehr offen auf uns und insbesondere Elisabeth zugegangen, die jungen Studenten da, und haben gefragt, was sie denn studieren will, was ihr Hauptfach ist. Und dann haben sich dann auch 2 gefunden, die auch Biochemie studieren wollen. Sie hätten es am liebsten direkt mitgenommen. Das war alles ganz nett. Dann gibt es da eine 24/7 Library, also die Bibliothek ist rund um die Uhr offen, da kann man immer rein, da sind ganz viele Arbeitsplätze, auch Computerarbeitsplätze und genügend Drucker. Jeder Student hat pro Semester, ich glaube es waren 600 Seiten frei zum Drucken, 550 pro Semester, das macht also im Jahr dann 1100 Seiten, die man ausdrucken kann, ohne dass man zusätzlich was da bezahlen muss. Du musst, wenn du mit dem Auto anreist, je älter du bist oder je höher deine Seniority ist, desto besser wird dein Parkplatz. Im ersten Jahr musst du tatsächlich außerhalb des Studiengeländes irgendwo parken, wo man dann 10 Minuten laufen muss oder aber einen Shuttlebus nutzen, der zwischen diesem Parkplatz und dem Hauptcampus hin und her fährt. Und später dann gibt es auch auf dem Gelände Parkplätze und da ist auch ein Parkhaus für die Seniors. Was es nicht gibt, sind Autolader, also Elektroautofahrer. Auf die sind sie noch nicht eingerichtet. So ein paar Sachen hat er noch erklärt, dass jeder Student, egal welches Fach du studieren willst, muss auf jeden Fall Englisch machen. Also du musst den English 101. Du brauchst einen Kunst- oder Musik 101. Also da gibt es ein paar von diesen musisch-kulturellen Kursen und da musst du dann auch einen von auswählen. Er sagte, die meisten, die machen halt Kunst, irgendwie malen, zeichnen oder so. Musst du nehmen und du musst an jeder guten amerikanischen Uni auch Geschichte studieren. Ne? Also da musst du auch Grundkurs History 101 machen. Mit etwas Glück braucht Lise das schon mal nicht zu machen, weil sie hat da einen Advanced Placement Kurs an der High School schon gemacht in History und der wird hier aller Voraussicht nach anerkannt. Das heißt, das Geld, die Zeit und das Fach kann sie sich schon sparen. Dann sind wir kurz in die Dorms reingegangen. Also es gibt auch hier, je länger du da bist, desto besser wird deine Unterkunft. Wir waren erst in den normalen Dorm-Rooms drin. Das ist auch so ein kleines Zimmer mit 2 Betten, 2 Schreibtischen. Die gibt es mit und ohne Bad, also einmal mit Flurklo oder halt so eine kleine Suite-artige Sache. Die hat er uns gezeigt, wo du wenigstens dein eigenes Klo und deine eigene Dusche hast für die 2 Leute. Im Unterschied zu Cortland darfst du hier deine eigene Mikrowelle, deinen eigenen Kühlschrank und deine Kaffeemaschine und den Wasserkocher mitbringen. Alles überhaupt kein Problem. Und dann gibt es ein Hochhaus. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie es hieß, aber das war auch für die Seniors. Da gibt es nochmal besseres Suiten drin und das steht auch auf dem Campus, recht neu gebaut. Das ist, glaube ich, 20 Stockwerke hoch oder so.
Und da kannst du dann als Senior drin wohnen. Ja. Kann man sich rein befördern lassen. Was noch? Du kannst kostenlos Mitglied bei der YMCA werden, also bei der Young Men's Christian Association. Young Men's, was machen denn dann Young Women denn? Dürfen da wahrscheinlich neuerdings auch rein, ja. Und da, die haben ein Schwimmbad, wo man reingehen kann. Die haben ein Fitnessstudio, wo man mitmachen kann. Ja, und allerhand Zeug machen die da auch bei der YMCA. Wohnen, wo wir gerade beim Thema Wohnen sind. Auch hier musst du im ersten Jahr auf dem Campus wohnen. Also da kannst du nicht sagen, ich wohne zu Hause bei Mama und Papa. Würde eh nicht funktionieren, weil das zu weit weg ist von uns oder in irgendeiner anderen Wohnung. Das kannst du erst nach dem ersten Jahr machen. Also ab dem dritten Semester darfst du dich dann auch mit deinen Freunden zusammentun und dir eine Wohnung irgendwo in der Stadt mieten, wenn du das willst. Musst du aber nicht. Ne? Du kannst ein Resident Assistant werden. Das ist, dann bist du quasi der Vorsteher von einer Etage in so einem Dormhaus und bist Ansprechpartner für alle Belange der Mitstudenten da, keine Ahnung, wenn eine Birne ausgetauscht werden muss oder keine Ahnung, du führst die Neuen in die Wohnungen ein. Du bist da so eine Art Hausmeister dann und bist für deine Etage verantwortlich. Kann man sich drum bewerben. Der Vorteil ist, dann wohnst du da umsonst. Sparst du dir das Geld auch schon. Keine Ahnung, wie zeitaufwendig sowas ist und ob Lise da überhaupt Interesse hat, aber fand ich ganz interessant. Es gibt einen kleinen Supermarkt auf dem Gelände. Sie nennen den POD, P-O-D. Ist wohl sowas wie so ein 7-Eleven, also so ein kleiner Mini-Convenience-Store. Und dann gibt es ein Programm, das nennt sich Honors Student Programm. Da kann man sich selber ein bisschen fordern und schwerere Klassen belegen, oder was ist? Ein Honors College, ja. Und da muss man sich bewerben rein, damit man da Mitglied wird. Und die entscheiden dann anhand verschiedener Parameter, ob du an diesem Honors College aufgenommen wirst. Das ist also ein Teil von der Wilkes University. Wilkes University. Ja, und die haben einen eigenen Dormroom, wo dann nur die ganzen Honors-Leute sind. Die haben eigene Counselors, die sich nur um die Honors-Leute kommen. Das sind quasi die ganzen Brains unter sich in der Honors University. Ja, APs werden acknowledged, hatten wir schon. APs, das waren diese Advanced Placement-Klassen in der High School. Kann man sich also schon College-Punkte verdienen, bevor man überhaupt am College ist. ACT und SAT ist optional. SAT und SAT, das sind spezielle Tests, die von manchen Universitäten verlangt werden. Wilkes University verlangt sie nicht, aber man kann sie bei der Bewerbung mitgeben. Und die haben gesagt, wenn sie helfen, nehmen sie mit rein, ansonsten ignorieren sie die. Scholarship. Ja, Scholarship gibt es natürlich auch. Das ist ganz gut, weil er hat uns einen Preis genannt von über den Daumen von $50,000 pro Jahr. Alles inklusive, also mit Essen, Dorm und Tuition für den Unterricht. Und je nachdem, wie gut die Bewerbung ist und wie gut der Notendurchschnitt ist, kann man bis zu $30,000 Stipendium bekommen. Und zwar pro Jahr. Also wenn man das kriegt, dann hat man 4 Jahre, also bis man seinen Bachelor fertig hat, hätte man nur noch 20.000 pro Jahr zu bezahlen im Vergleich zu 50.000. Ja, ist wie gesagt eine private Universität. Aber ich habe so das Gefühl, das ist noch eine von den günstigen privaten Universitäten, weil nach oben, also es gibt ja hier diese, die Ivy League, wie heißen sie? Penn State, diese ganzen Ostküsten-Unis, da brauchst du gar nicht drüber nachdenken als Normalsterblicher. Es gibt im Moment keine Application Fee. Application Fee, ganz wichtig, selbst wenn du da deine Bewerbung abgibst, musst du dafür bezahlen. Die kassieren da schon mal einen Hunderter oder $150 ein, nur dass du deine Bewerbung abgeben darfst. Ja, und er hat uns gesagt, im Moment gibt es keine Application Fee, wir können uns also sofort jetzt am 1. August, wenn es soweit ist, bewerben. Und dann erfahren wir auch innerhalb von 2 Wochen, ob und wie hoch ein Stipendium gewährt werden würde. Ja, und dann kann man entscheiden, ob man zu dieser Schule hingeht oder nicht. Ja, und jetzt ist meine Liste leer. Hier noch gelabert, das Auto ist wieder vollgeladen. Jetzt fahren wir nach Hause und ja, in 3 Wochen geht's weiter mit der College-Tour. Dann gucken wir uns auf einen Schlag 3 weitere Colleges an und ich werde das auch alles hier verfilmen
und mit aufnehmen. Das ist in erster Linie wichtig für uns selber, damit wir noch wissen, was haben wir uns überhaupt alles angeguckt. Und wenn es euch gefällt oder interessiert, well, be my guest. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.